Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legend. Es geht mal, Gott sei Dank, mal wieder in Murphys Katakomben und wir müssen 1390 Meter schaffen, was für eine Daily Challenge in einfach eigentlich recht normal ist. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen und ja, wo entsprechend die Goldgrenze ist. So, wir starten hier entsprechend gleich los. Es ist, glaube ich, mein zweiter Versuch, den ich jetzt hier gemacht habe. Und ja, es ist eigentlich recht einfach heute bis zur Goldgrenze kommen, aber die hat es dann doch ein bisschen in sich. Hier am Anfang ist es wieder sehr, sehr einfach, also hier zum Sterben ist sehr, sehr schwierig, außer man rennt natürlich hier irgendwie gegen die Gegner oder ja, fällt irgendwie in den Abgrund, aber ansonsten sollte es eigentlich kein Problem sein, zumindest mal 600 Meter, 7 beziehungsweise bis zur 900 Meter Grenze zum Kommen. Hier auch noch einmal drüber springen. Wir können uns hier sogar noch ein bisschen Zeit lassen, gerade für die Anfänger. Für alle, die jetzt schon ein bisschen Erfahrung haben, ist es natürlich das am Anfang wirklich immer so ein bisschen so eine Qual, sich einfach da durchzukämpfen. Da nimmt man natürlich lieber dann gern die schwierigen Challenges. Okay, hier noch einmal hochspringen. Akkordeon ziehen wir hoch und sind jetzt schon kurz vor der 600 Meter Pause. Hier einen großen Sprung drüber, wir springen auf dem anderen drüber. Da ist er auch schon, die 600 Meter Pause. Jetzt kommen hier wieder die Seilabschneidespielchen. Wir gehen so weit wie möglich drüber. Hier nehme ich sogar noch ein bisschen den Helikopter, dann spare ich mir die Plattform noch ein bisschen rüber zum Ziehen. Hier wieder über die Seile, zweimal klatschen dafür entsprechend. Jetzt hier drüber. Hier lasse ich mich einfach runterfallen. Früher bin ich da auch gesprungen aufs erste Seil, aber das mache ich inzwischen eigentlich nicht mehr, nachdem ich da sogar einmal übers Seil drüber gesprungen bin. Habe ich gesagt, okay, es reicht auch, wenn wir runterfallen. Es ist ja weit genug bis drüben, bis wir das Ganze wieder ausgleichen. So, wir sind schon bei 900 Meter. Jetzt kommt dann demnächst an die Goldgrenze. So, da verpasse ich sogar den Ring hier drüber. Hier, es wird ein klein bisschen schwieriger, da werden jetzt wahrscheinlich schon die ersten. Und das hier müsste jetzt, ne, 1300 war ja die Grenze. So, ja, hier nochmal drüber hochschieben, das Ganze hier auch hochziehen. Einmal weiter rüber, jetzt hier wieder hoch ganz schnell, die gelbe Taste klicken, hier ist es egal, die können eh nicht mehr runter. Und wir haben die 1200 Meter. Einmal hier rüber auf den nächsten Ring, rüber und das Ganze hochziehen. Und dann müsste das hier eigentlich auch schon, klar, das ist schwierig, gerade im Anfängerbereich und deswegen ist das eigentlich eine ganz legitime Goldgrenze für heute. So, wir gehen hier rüber weiter, springen noch einmal rüber, bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig, weil ich noch nicht weiß, was mich erwartet und hier verpasse ich das Kissen. Ärgerlich. Aber es ist eigentlich ein nicht schlechter Platz. Schauen wir mal, wie es im Ranking aussieht. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Es sind jetzt auch noch recht wenige. Also wir haben Platz 3 von 69. Das ist Top 5%. Und wir liegen nur einen auf dem zweitbesten Platz, bevor die Kilometerrenner kommen. Also es geht eigentlich. So, machen wir das Ganze nochmal. Den ganzen Graus dürft ihr euch jetzt nochmal anschauen. Wir haben, ja, hier am Anfang verpasse ich mal wieder. Es gibt's echt nicht. Heute habe ich echt unkonzentriert gespielt. Das ist echt ein Graus. Ja, hier einmal drüber. Die hauen wir weg. Großer Sprung. Dann sparen wir uns da einmal hochklettern. So, hier auch. Sprung aufs eine. Den hier ziehen wir runter, um die Looms noch mitzunehmen und haben auch schon die erste 300 Meter Pause. Hier aufpassen, dass wir die außerseitlich nicht wieder nach unten ziehen. Hier einmal weiter rüber aufs nächste. Akkordeon hochziehen, kleiner Sprung, zweites Akkordeon hochziehen. Und jetzt hier wieder zur Übung über die Plattform. So, hier einmal ganz vorsichtig drüber springen. Genau, einmal hoch. Und den schneiden wir wieder ab, den schneiden wir auch ab. Großer Sprung mit ein bisschen Helikopter, damit wir den Gegner gleich auch mitnehmen können. Und kriegen dafür jetzt die Abschneidespielchen wieder, kennen wir auch schon. So, guter Sprung rüber. Die Plattform nehme ich sogar ausnahmsweise mal mit rüber, ist eigentlich recht ungewöhnlich. Normalerweise mache ich das nicht. Wenn man schafft, über einen großen Sprung, schafft man das eigentlich ohne Probleme. Hier wieder fallen lassen und immer schön springen, klatschen, springen, klatschen. So, wieder auf die nächsten Plattformen, dieses Mal mit Stacheln.
Hier, den ziehen wir einfach rüber, lassen uns runterfallen, auf den Ring abschneiden, gleich springen. Dann kommen wir ohne Probleme auf die nächste Plattform auch drauf. Hier die beiden klatschen wir weg. Einmal hoch nach drüben. Hier abschneiden, springen, klatschen. Rüber. Und hier die Plattform rüberziehen. Normalerweise springt man ja eigentlich hier drüber, aber irgendwie haben wir in dem Moment so eine Geschwindigkeit drauf, dass wir viel zu früh da sind. Deswegen hier nicht vergessen, das Auge einfach wegklatschen. So, wir sind bei 1100, springen hier noch einmal drüber, Ring wieder hochziehen. Boah, da war ich aber echt spät dran. Und rüberspringen über die 1200 Meter Pause. Einmal hier drüber, jetzt Ringspielchen, hier wieder hochziehen. Gleich kommt wieder die Goldgrenze, da ist er auch schon. Hier drüber ziehen, wir machen einen vorsichtigen Sprung durch die Augen, gehen hier hoch. Und, hat Gott sei Dank geklappt. Irgendwie habe ich hier die Wand irgendwie nicht richtig catchen können. Aber geht trotzdem. Hier vorsichtig drüber. Totenkopf wegschlagen, 1500 Meter. Wir können ganz kurz entspannen, aber es geht auch schon gleich weiter. Dieses Element kennen wir Gott sei Dank auch schon aus den vorherigen. Deswegen machen wir das eigentlich recht souverän. Hier drüber, vorsichtig. Da war mein Sprung sogar ein bisschen zu kurz. Hier wieder weiterziehen. Hochziehen nicht vergessen, vorsichtig drüber, über die Plattform, ja, oh, zieh's hoch. Und den hier kennen wir auch, ganz vorsichtig, immer mit Propeller, den lassen wir auch absetzen. Kommen hier auch nochmal drüber, haben schon die 1805 und da ziehe ich ihn zu spät runter. Sonst wäre es echt nochmal das gleiche gewesen. Aber 1869 ist ein schöner Wert eigentlich. Ja, 2000 würde ich jetzt gern echt mal schaffen. Diese blöde 2-Kilometer-Grenze. Und wir haben Rang 5 heute erreicht. Schauen wir kurz in die Platzierung. 1869 und ich bin immer noch zweitbester, bevor die 10-Kilometer-Rennen kommen. Ja, das war die heutige Daily Challenge. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Bisher noch bist du Deutscher, wahrscheinlich bis nachher wieder der gute Jones kommt. Ja, ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Ich würde mich über ein Like freuen und bis dann. Ciao, ciao. Und